Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein kleines Experiment mit euch vor. Dieses Video ist in Kooperation mit der Facebook-Gruppe Miteinander fantasievoll gestalten entstanden. Und wir haben diesmal das Thema Lieblingsblumen. Ich habe Lieblingsblumen. Vielleicht mache ich dazu noch ein extra Video. Diesmal habe ich mir aber gedacht, ich nehme einfach Blumen allgemein. Und mein Experiment ist, dass ich auf YouTube eine Dame gesehen habe. Ich weiß allerdings nicht mehr, wer das genau ist. Die hat richtige Glückwunschkarten in 5 Minuten gemacht. Also pro Karte hat sie sich 5 Minuten genommen. Dieses möchte ich diesmal auch machen, allerdings mit Memory Dex Cards. Und bin gespannt, ob mir das genauso gelingt, tolle Karten in 5 Minuten zu machen. Also pro Karte 5 Minuten Zeit. Was wir brauchen, ist eigentlich alles Mögliche kann man nehmen. Ich habe mich diesmal entschieden, ob ich alles verwende, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall wird meine Basis, also die Memory Dex Karte, nehme ich diesmal Watercolor Paper von Tim Holz, weil das sehr fest und stabil ist und ich möchte ja da drauf rummatschen und manchen, also matschen und manchen und auch mit verschiedenen Mitteln arbeiten. Dazu auch die Eisklebepistole benutzen, weil es einfach schneller klebt, damit ich auch das in 5 Minuten schaffe und nicht ewig auf Trocknen warten muss. Dazu brauchen wir eventuell noch den Heißluftföhn. Den habe ich noch nicht hier, den hole ich mir gleich. Dann eben so verschiedene Karten. Oder was man nehmen kann, sind solche Papiere. Das hier ist jetzt von Scrapberries. Diese Karten habe ich in der Geburtstagspost von Tienchen, das Tienchen, gehabt. Weiterhin könnte man irgendeinen Schrift- oder Musikstempel benutzen. Meiner ist von Arte Mio. Dann habe ich mir zwei verschiedene Garne rausgesucht. Welches ich nehme, weiß ich noch nicht. Also das eine ist ein bisschen stabiler, das andere eben dünner. Nochmal Stempel. Dann eben, wie gesagt, Blumen. Ich bleibe jetzt mal einfach bei Rosa. Dann hatte ich von der lieben Gabi Luna Like Schleifchen und Knöpfe in der Geburtstagspost. Weiteres Klebemittel ist bei mir Mod Podge. Ob ich es nutze oder nicht, weiß ich auch noch nicht. Das entscheidet sich alles jetzt mal gleich spontan. Dann eben solche Blumen. Auch von der Gabi Luna Like. Eine Mischpalette. Meine sieht natürlich ein bisschen, naja, lassen wir. Für diesmal Aquarellfarben und dann nehme ich mal diese aus der Tube. Dann habe ich mir rausgesucht noch mal andere Karten. Die sind von La Blanche. Also meine eigene Challenge ist ja so viel Material, was sich hier irgendwie befindet, für die Memory Dex Karten zu benutzen und das machen wir ja heute. Dann könnte man nehmen hier so eine, wie heißen die? Na, Sticker sind es halt von La Blanche. Die sind so ein bisschen erhaben. Also so keine Puffy-Sticker, die sind schon fest. Dann habe ich mir rausgesucht diese Uhr. Dann ist diese Verpackung vielleicht auch weg. Also die möchte ich schon ganz gern benutzen. Ich hoffe, ich vergesse es gleich nicht in meiner Euphorie, wenn die Stoppuhr läuft. Dann so ein Band. Da schaue ich mal, ob ich es noch schaffe einzufärben. Dann habe ich hier noch so Stoffdoilies. Und noch en masse. Da werde ich wohl das Helle nutzen. Des Weiteren könnte man nutzen eben hier solche Chipboards oder Federn. Die Federn sind für Memory Dex Cards leider zu groß. Die bleiben halt in der Verpackung trotzdem, sonst muss ich es wieder zusammensuchen. Dann könnte man nutzen eben diese 3D, das sind auch 3D-Sticker, Papiersticker. Die gab es halt mal im Action.
Habe ich noch was vergessen? Klebepistole? Ja, eventuell. Na. Gesso. Oder Sprühfarben. Habe ich mal so. Ich nehme gar nicht die für Papier, da habe ich wirklich nur eins, sondern ich nehme einfach immer die Textil-Sprühfarben. Die gibt es bei Ideen mit Herz und ich habe sie aber, glaub mal, vom Aldi oder Lidl. Und das sind hier eben so Glimmermist-Farben. Grün wird jetzt zu dem ersten Projekt vielleicht nicht passen, vielleicht schaffen wir aber auch noch ein zweites. Ich bin gespannt, ob ich die 5 Minuten einhalten kann. Ja, und dann eben halt könnte man Klebeperlen nehmen oder diese Halbperlen halt. So, dann räume ich mal ganz geschwind ein bisschen wieder alles über. Ach, ein Distresser ist vielleicht noch ganz interessant. Den werde ich auch gleich nutzen. Stempel. Und dann lasse ich einfach jetzt mal gleich meine Euphorie und Fantasie freien Lauf. Ach, Wasserpinsel für die. Ach, Wassertankpinsel sei schon gut. Normale Pinsel für die Aquarellfarben. Wassertankpinsel würde aber auch gehen. Ja. So, jetzt muss ich mich kurz sortieren und ich schneide mal eben 2, 3 Memory Dex Cards und wir sehen uns gleich. Ich habe mir jetzt die 3 Memory Dex Karten zugeschnitten. Ich lasse die auch ohne Tab. Ich hätte sie wahrscheinlich auch mit meinen Stanzen machen können, aber diesmal weiß ich nicht, ob der mit dem Bogen, ob das Papier überhaupt durchgeschnitten wird. Dann diese Reste könnte man natürlich auch verwenden, indem man die einfärbt, bestempelt, wie auch immer. Die packen wir aber zur Seite, die brauche ich jetzt nicht. Jetzt bereite ich die noch geschwind vor. Dazu nehme ich einfach den Locher. Nummer 1. Nummer 2. Also ihr hört schon am Knacken des Lochers, dass das recht starkes Papier ist. Nummer 3. So, den brauchen wir gerade auch nicht mehr. Räume ich mal darüber. Und dann mal noch die Eckenlochen. Da habe ich halt mal einen von Project Life, so einen kleinen Eckenabrunder. Und ich mag das auch, wenn das unten gelocht, abgerundet ist. So, Nummer 1. Also da läuft die Stoppuhr jetzt natürlich noch nicht. Das sind noch so kleine Vorbereitungen, die ich gerade mache. So, Dille, da haben wir mal die 3 Karten. Dann bereite ich mal noch die Aquarellfarben vor. Da die auch noch nicht benutzt sind, müssen wir sie natürlich noch einmal aufpieksen. Und ich nehme mal Weiß, reicht nur ganz wenig, da das ja Wasserfarben, also Aquarell ist. Brauche ich nicht mehr. Legen wir mal darüber. So. Ich nehme mal noch auch ein Gelb und zwar steht da keine Farbe drauf. Ich denke aber nicht, dass ich das benutzen werde. Aber so ein Tropfen kann man ja ruhig mal verschenken. So. Und Nummer 3 ist eben ein helleres Rot. So, da kommt es schon. Können wir ruhig schon direkt aneinander. So. Und dann brauche ich natürlich für meine Challenge. Achso, Küchenpapier ist vielleicht nicht verkehrt. Da kann man mal schnell zwischendurch abtupfen, damit es auch wirklich schnell trocken ist. Und dann suche ich mir mal hier noch was Schönes aus. Im Prinzip könnte ich ja mal einfach querbeet nehmen. Ja.
Und ich. Achso, die Stoppuhr brauchen wir noch. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ist jetzt mein erstes Mal. Da haben wir eine Uhr. Und da haben wir schon die Stoppuhr. Ich klicke die mal so hin, dass man das auch ein bisschen sehen kann. Ja, wenn das Handy ein bisschen Heißkleber abkriegt, ist nicht ganz so tragisch. Ist schon ein bisschen älteres. Seht ihr das überhaupt? Oder müsste ich das ein bisschen anheben? Dann muss ich mir was suchen, weil ich drunter pack. Einfach wegen meiner blöden Hülle. Vielleicht sollte ich das doch mal rausnehmen. Vielleicht besser. So. Dahinter finde ich sie wieder. So, dann lassen wir mal das Experiment laufen. Ich fange mal mit Karte Nummer 1 an. Wer sagt Hemmung? Auf die Plätze, fertig. Los. So, meine kleine Schnur war hier. Schneide ich mir mal schnell was ab. So, muss reichen. Stück von dem Band. So. Ich nehme einfach mal. Oh, schnell, schnell, schnell. Mal dieses öffnen. So. Schnell Pinsel trocken machen. Bisschen. Seht ihr jetzt überhaupt was durch die blöde Flasche? So. Kleber. Berlin. Ich muss selber gar nicht lachen. Egal. So. Unten noch ein bisschen abschneiden. Und die Zeit läuft. Komm, schneid durch. So. Ach, Heißkleber läuft schon. Prima. Ist auch nicht schlimm, brauchen wir ja auch gleich, wenn das denn so klappt, wie ich mir vorstelle. So, einfach drauf, ein bisschen verteilen. So, schnell ein Bild distressen. Wo habe ich meinen Distresser? Ah, schaffe ich nicht. Wir machen noch eine. Auch nicht ausgepackt. Mutti. Ah doch, ich habe noch Zeit. Perfekt. So. Karten weg. Nee, nicht noch so eine. Schnell. Natürlich Käse, wenn man. So. Da drauf. Natürlich nicht verbrennen, ja. So, da drauf. Eine Halbperle. Wo hatten wir die? Die hatten wir doch gerade. Schafft es? Nicht, oder? Ein kleinen Klicks davon. Die Halbperle drauf. Komm, komm, komm. So, schnell. Wasser. Und einfach hier so ein bisschen drunter. So blöde Faden. Würde ich noch hier so ein bisschen verschmieren. So. Eine Sprühfarbe drauf. Was haben wir da?
Glimmer misst. So. Und noch schnell was stempeln. Ah, schnell, 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 schnell. Ach Mensch, wo ist mein Stempel? Egal, schnell da rein. Das schaffen wir, das schaffen wir. So. Prima. So, noch schnell von unten. Das war ja nicht so verkehrt. Komm, noch ein bisschen gerade. So. Was können wir noch nehmen? Schnell auf die Rasche. Ach, meine Uhr wollte ich. Meine Uhr, meine Uhr, meine Uhr. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Ah, da, 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 da. Und was sagt die Uhr? Oh, 25 Sekunden schaffe ich nicht mehr. Ah. Eiskleber. So. 12 Sekunden, 12 Sekunden. So rum, richtig rum. So. Und gleich ist Stopp. Und meine Karte Stopp. Ich habe vergessen, da den Timer einzustellen. Aber meine Karte sieht jetzt so aus. Viel Schrift. Jetzt könnte ich da natürlich, hier muss das jetzt noch ein bisschen vom Dings trocknen. Aber, was sagt ihr? Moment. Da ist jetzt natürlich noch die Farbe flüssig. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft. Aber das ist Karte Nummer 1. Noch die Klebereste weg. Ich hab's geschafft. Ich kann's gar nicht glauben. Also eine ganz schnelle, einfache Memory Dex Card. Und wenn man natürlich anderes Papier drunter nimmt, sieht es natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich wollte jetzt einfach mal weiß. Ich trockne die mal noch schnell. Weil wenn man sie beiseite legt und dann halt irgendwann mal braucht, ist sie ja eh trocken. Aber in meinem Fall trockne ich sie schnell und dann versuchen wir noch eine zweite. Was ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt, ist dieser Glimmermist. Ich glaube nicht, dass ihr das seht, aber es ist halt hier wirklich auf diesem Papier. So, wo lege ich die mal geschwind hin? Am besten hier mal rüber. Und dann würde ich sagen... Nächste wird natürlich im ähnlichen Stil, weil ich mir jetzt wirklich nur die Materialien dafür rangeholt habe. Aber ich schaue mal geschwind, was wir noch nicht verwendet haben. Oder ein bisschen anders. Ach, ich habe das Band vergessen. Das wollte ich doch unbedingt benutzen. Wurscht. Völlig wurscht. Gefällt mir trotzdem sehr gut. Ja. So, dann auf zur nächsten, würde ich sagen. Und, Moment, ich muss einen Neustart machen. Kann man da auch einen Timer setzen? Weil dann brauche ich nicht so Alarm. Nee, das ist es nicht. Timer. Ach, wir machen so. Blick auf die Uhr. Das passt schon. So. Wir starten dann hiermit. Jo. Auf die Plätze, fertig. Los. Stopp. Ist falsch. Zurücksetzen. Jetzt. Okay. Auf die Plätze, fertig. Los, starten. Sonst habe ich verpeilt den Blick. Zuerst machen wir halt falscher Pinsel. Diesmal. Mache ich es einfach mal so und so und dann natürlich verkehrt rum. Klasse, auch nicht schlimm, dass man da überall noch was sieht. So, und ich trockne nicht, ich starte gleich mit der Heißklebe. Ah nein, ist nicht wahr, ist nicht wahr, ist nicht wahr. Ihr hört dazu. So, schnell hinten drauf. Komm, gib ihm. Und jetzt, du musst, du willst oder nicht. So. So. Ach, das setze ich nochmal so.
natürlich eine heiße Angelegenheit, da muss man mächtig aufpassen. So. Und jetzt einfach mal geschwind hier was zerpflücken. Ja, die Dame. Zerreiße ich einfach mal ein bisschen. Geht vielleicht ein bisschen schneller. So. So, und die setze ich mir jetzt mal auf die Seite hier. Einfach so da drauf. So, jetzt kommt das Blümchen mal auf die Seite. Komm, halt. So, was brauchen wir noch? Bändel. So, das Ding wollten wir auch noch irgendwie verarbeiten. Jo, das klatsche ich jetzt einfach mal hier hin. So, einfach mal so ein bisschen drüber. Unter die Blume durch, einfach mal so. Noch ein bisschen. So. Oh, ist das heiß. Naja, sieht doch gut aus. Oh, die scheiß Fusselei immer. So, jetzt noch ein Bändel schnell. Wie viel haben wir? Wie viel Zeit? Mensch, das funzt. So, gar nicht so ordentlich. Ruhig ein bisschen zerfriemeln, wenn dann jetzt mal meine Finger nicht so kleben würden. Mann, habe ich weiche Knie. So, schnell auch mal irgendwie noch ein bisschen drunter. Ja. Stopfen wir einfach so ein bisschen mit hin. Ja. Für Brandblasen natürlich keine Garantie. So, was haben wir noch? So Chipboard-Dinge. Das passt da ganz gut. Jo, das noch drauf. So. Im Prinzip wäre wieder eine Karte fertig. Ach, was können wir jetzt noch machen? Jetzt machen wir mal noch hiervon eins drauf. Das passt am besten. So, das. Einfach so mit hin. Und darüber noch ein Schleifchen. Vielleicht nicht mehr so schön, aber hier will ich ja, dass man das Band noch sieht. Also jetzt machen wir gleich nochmal ein Band drunter. So, schaffen wir ja hier. Locker, easy. So, sieht man ein bisschen. Prima. Fertig. Stopp. Fertig ist Karte Nummer 2. Also es ist ja mal schön, wenn irgendwie Schrift oder so mit drauf ist. In meinem Fall ist es ja das Memories gerade. Jetzt muss ich mich mal nur befreien hier vom Kleber. Also für Kinder ist es, Kinder sollten es natürlich nicht machen, ne? Aber es gibt ja auch so Gummihandschuhe, vielleicht hilft es ja. Ach, dann könnte man ja eigentlich auch nochmal schnell was stempeln. Genau, das machen wir noch schnell. So. Und Chaka. Machen wir mal noch weiter. Und zwar einfach hier drunter. So. Halt, falsches Ende. Und einfach hier drauf. So. Vielleicht noch dahin. Und fertig. Gut, jetzt hat die Dame da ein bisschen was abgekriegt. Ist aber gar nicht schlimm. Auch Karte Nummer 2. Gefällt mir sehr gut. Also, es ist Tatsache möglich, in 5 Minuten
sind halt 5 Minuten Schwitzen. Ja, wenn man wirklich die Stoppuhr mitlaufen lässt. Aber Tatsache, 2 Karten geschafft. Mit Blumen. Und hat doch, es ist beides irgendwie so shabby chic angehaucht, obwohl das eigentlich, ich mag das, habe es aber noch nie gemacht, shabby chic. Vielleicht auch ein bisschen vintage angehaucht. Aber wie ihr seht, es ist Tatsache zu schaffen. Was habe ich da? Da habe ich Kleber aufgeklickert. Kommt vor, machen wir mal schnell ein bisschen ab. Mach mal noch die nächste. So war die erste. So. Blumen der Uhr. Gut, die ist jetzt halb verdeckt, ne? Es ging ja auch schnell, obwohl ich das so gar nicht so schlecht finde. Und eben so ein Stück Papier. Oder mache ich doch noch. Ich mache noch eine dritte. So. 1, 2. Ich mache noch eine dritte. Ich habe ja noch was hier, was ich noch nicht benutzt habe. Das. Und eventuell auch das. Und hiervon. So. Jetzt ist natürlich wieder viel Auspacken mit bei. Aber wir schauen mal, wie wir das schaffen. Und ich sag mal, zurücksetzen und Start. Oh, das Ding. Was haben wir da so Schönes? Dreimal so, zweimal so. Okay, das reißen wir jetzt einfach hoch, zurecht. Komm doch schon. Na, Höhe. Hier noch ein Stück weg. Na, das braucht schon länger. Hier muss was weg. Und hier? So. Und das Ganze einfach einmal aufkleben. So. Knittern wir einfach noch. So. Ein Kärtchen von Tienchen. Wo haben wir sie? Ah, hier. Da geht natürlich Auspackzeit verloren. Sollte man das nächste Mal vielleicht. Ja. Auch einmal knittern. Und ein bisschen, ach, besprühen. Das besprühen wir einfach mal ein bisschen mit hiermit. So. Und noch ein bisschen Glimmermist. Schnell mal füllen. Wir müssen es anfüllen. So. Heißkleber. So. Haben wir es geknittert? Ja, knittern wir mal nochmal. Einfach so ein bisschen drauf. Damit der Mist nicht immer so heiß wäre. So. Dann nehmen wir mal so ein Stück Deckchen wieder. Ach, jetzt hat das Ding noch in der Hand. So. Wohin? So, wo? Nö, einfach meine Seite. So, jetzt. Muss auch gar nicht alles immer so ordentlich sein. So. Eintupfen.
So, wird gleich halten. Muss gleich halten. Dann haben wir hier noch Baker's Twine. Nehmen wir mal das ein Stückle. So. Einfach mal drauf, nach da oben. Meine arme Schere. Wurscht, muss ich jetzt durch. Die Blume. Die Blumen sind doch das, was, um was es ja geht. Ja, wo haben wir sie denn? Ja, hier. Und der Pinsel mal jetzt ein Stück weg. So. Nummer 1. Knopf. Oh, das wird schwieriger jetzt. Ah, schnell aufmachen, schnell aufmachen, schnell aufmachen. Den Knopf. Hier hin, das schaffe ich nicht ganz. So, eine Schleife hatten wir doch auch noch. So, komm. Ach, jetzt habe ich mir den Stick verloren. Ja, ist nicht zu schaffen, oder? Komm, gib mir nur einen Tropfen. Perfekt. Das ist nix. Da sind wir drüber. Also ist besser, man packt vorher aus. Aber zweimal ist gelungen. Und somit bin ich völlig zufrieden. Und die, ja, da mache ich jetzt mach noch ein Bildchen drauf oder bleibt die jetzt einfach so? Sieht ein bisschen nach nichts aus. Okay, die dritte zählt jetzt nicht. Ich lasse einfach mal laufen, wie lange ich bräuchte, um die fertig zu kriegen. So. Was nehmen wir da schnell? Ach, nehmen wir ein Hello. So. Ja, das ist nämlich wegen meinem Heißkleber und ich habe das blöde Ding verloren. Komm. Schnell. Wo ist mein anderer? So. Und noch ein. Hier so noch ein. Hello hin. So. Und stopp. Also wir bräuchten eine Minute länger. Würde meine Heißkleber, hätte ich jetzt nicht das blöde Ding verloren irgendwie. Hätte ich es wahrscheinlich doch geschafft. So. Dann machen wir einfach nochmal und sprühen einfach mal ein bisschen Glimmermist noch. Halt, meine Flaschen sind nicht mehr so voll. Sollte man. Okay, da ist Düse verstopft. Sollte man auch mal überprüfen. Nehmen wir halt das andere. Da ist die Kappe schon ab. So, dann schimmert sie noch. Und stopp. Also, aber für 6 Minuten 27 mit ein paar kleinen Schwierigkeiten ist das doch gar nicht so verkehrt. Ja. Auch die gefällt mir. Jetzt mache ich noch die Klebereste ab und trockne die geschwind. So sieht jetzt, wie gesagt, dann getrocknet die Nummer 3 aus. Hat sich das Papier von allein ein bisschen hochgezogen, finde ich richtig gut. Was mir allerdings jetzt in meiner, also nicht so gefällt, ist, dass ich nicht richtig darauf geachtet habe, dass ich das Baker's Twine irgendwie ein bisschen anders positioniere in der Eile und Hektik. Das sieht jetzt halt so ein bisschen wie rüber geschnörkelt aus, statt irgendwie noch was in der Mitte. Aber ist wie es ist. Das ist auf jeden Fall wieder eine Blume drauf. Um die ging es ja eigentlich. Hier hat es auch noch mal eine Blume. Und das, naja,
ist halt schick. So, hinten hat es ein bisschen Glimmermist abbekommen, ist aber gar kein Problem. So, das sind dann meine drei Karten und ich muss sagen, die gefallen mir alle drei sehr gut. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und für euer Interesse und ich würde mich freuen, wenn vielleicht noch jemand mal so eine eigene Challenge, 5 Minuten was basteln, macht. Ich für meinen Part bin sehr zufrieden, habe jetzt praktisch in einer Viertelstunde 3 schöne Memory-Dex-Karten und bin richtig happy. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!